Also den DWZTS ist halt von meinem Twitch-Team. Nur schon mal als Vorwarnung. Discord meinst du? Ja. Och, da bin ich gar nicht drauf. Ich weiß. Ich will dich da ja auch nicht haben. Ach, deswegen gehe ich da auch nicht drauf. Ja, ist auch besser so für dich. Habe ich vielleicht vorher schon. Sir Lance sagt, wir dürfen nicht auf den Discord. Der will wahrscheinlich dich auslachen. So, was brauche ich? Ich brauche Tin Cable. Ich brauche Copper Cable. Weiß nicht. Ja, dann kann ich dir leider die Sachen nicht basteln. Mir? Ja. Was willst du mir denn basteln? Ich will gerade ein Stack Motoren, ein Stack Pumpen und ein Stack Tin Rotoren bauen. Wir sind auf den von mir, von JFF Gamer. Den coolen. Den Kulereren. Den automatisierten. Nein. Ich hab wieder Grey Concrete, ich kann die so, gleich auflegen. Vier Stacks von denen. Zwei Stacks Tin Cable sollten wir auch irgendwo noch haben. Ja. Weißt du noch vorhin? Vorhin den was? Magical Water Buckets. Ich habe gerade Flashbacks davon. Warum? Leckt das bei dir oder was? Naja, weil ich gerade hier den Boden zubaue und einzelne Löcher, deswegen habe ich gerade Todesleck wieder immer. Ach so. Flashback. So. 1, 2, 3, guck mal, jetzt 4, kannst du hier wieder 6, normal 7. langlaufen. Noch nicht. Wow. Und gleich. Bist du glücklich? Tatsächlich ja. Ja? Ich bin froh, dass du das endlich mal fertig machst. Fertig. So. Ich kann das Ganze nicht umbauen, weil sonst die Wasserpumpe runtersetzen und also beziehungsweise das Feuer. Nee, das mache ich noch nicht. Weißt du, was das Geile ist? Ich habe eins der Motoren mal eben gecraftet. Hä? So schnell? Ja. Wir hatten aber fast alles da. Ja, dann haben wir auch bestimmt für Pumpen alles da. Nee, das nicht. Dafür muss ich zwei Stacks Tin-Rotoren basteln. Ach du Kacke. Das ist wirklich ach du Kacke. Weil das ist eine Menge Zeug. Also ein Stack, damit wir ihn liegen haben. Für die Steam-Turbinen brauchen wir den halt immer wieder. Und ein Stack für die Electric Pumps dann noch. Gar kein Black Content doch. Oh nein, scheiße. Extruder. Haben wir den Extruder eigentlich schon? Guck mal auf meinen Ping. 5000. Okay. Ne, haben wir noch nicht. Wir bräuchten den Extruder, glaube ich, langsam mal. Kenne ich nicht. Ah ne, 48 EU hat sich erledigt. Ja. Warte mal, ich hatte hier doch... Ja, hier sind Tin Rods. Wunderbar. Dann kann ich schon mal ein paar von den Ringen basteln. Ringen? Ja. Toll, jetzt ist das Ding auch noch kaputt gegangen. Weil wir kein Eisen haben. Oder zumindest ich im Inventar nicht. So. Schon wieder kaputt. Das Ding, das geht aber auch schnell kaputt. Ich habe, glaube ich, noch nie in einem Crafting zwei Werkzeuge kaputt gekriegt. Also zweimal das gleiche. Wohlgemerkt. Was denn für was? Small Bending Zylinder. Okay. Aber die Diamanthammer, die gehen irgendwie auch nicht kaputt, ja? Nee. Die verlieren sind... noch keine Haltbarkeit, habe ich das Gefühl. Ja gut, die brauchen wir auch kaum noch. Also am meisten haben wir die halt immer für Platten und sowas gebraucht. Das machen wir mittlerweile alles gar nicht mehr. Ja, ich habe aber immer die Erze klein gecrushed damit. Das sind Riesenmassen und der ist nicht runtergegangen. Ich glaube, das ist irgendwie ein Bug. Gar keine Haltbarkeit verloren. Wir können Zinnschrauben um tausendfach schneller machen. Auch günstiger? Ja, also wir können aus einer Tinrod zwei Tinbolts machen, theoretisch, also ohne Maschinen. Und aus zwei Tinbolts eine Tinscrew, also 1:1. Ja. So können wir jetzt theoretisch in einer Cutting Saw aus einer Tinrod vier Bolts machen.
Und in Late können wir aus einem Bolt eine Screw machen. Also statt 1 zu 1, 1 zu 4. Ja. Also das lohnt sich schon richtig gerade. Also dauert zwar Ewigkeiten jetzt durchlaufen zu lassen, aber... Ist egal. Passt schon. So, Metal Bender. Ich brauche Tin Plates. Haben wir noch welche? Tatsächlich nein. Das ist nicht gut. Zumindest nicht genug für mich. Da ist noch Tin. Wunderbar. F7. Ich habe hier sogar noch ein paar Curved. Wunderbar. Dann bitte erstmal einmal ihr durch und dann den Rest. Ha, ist das angenehm. Ja gut, wobei ich brauche 8 Sticks von den Dingern. Das ist das Problem, wenn man halt jetzt erstmal auf Vorrat alles machen will. Aber gewöhn dir bitte auch an, alles, was wir mittlerweile in großen Mengen herstellen können, auch direkt immer stackweise herzustellen, wenn du mal einmal was machst. So. Und nein, du hast nicht geleckt, du hast es mitbekommen. Nee, ich habe nur gerade Kopfhörer unter. Hätte ich jetzt auch behauptet. Ja, wirklich. Alles klar, die Lehrer, bis gleich. Hä? Achso, ich hab den Chat nicht auf. Jetzt. Oh nein. Bah. Wir haben keine Holzkohle mehr. Was? Paladin, ich hab eine neue Aufgabe für dich. Überlass dir den noch nicht. Okay, das läuft durch. Wunderbar. So, packe ich die beiden da nochmal rein, bevor wir wieder Probleme kriegen. Also die ersten beiden Distillen sind fast voll. Also, was heißt fast voll? Also die laufen halt jetzt stückweise voll. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir nur die hinteren noch auflassen, weil wir brauchen Fuel. Ich bin gerade am überlegen. Wir haben ja Sulfuric Light Fuel. Daraus können wir ja... Interessant, das können wir angeblich da gar nicht reinschmeißen, sondern nur im Dieselgenerator. Okay... Kriegen wir das denn überhaupt? Aua. Ach so, dafür brauchen wir Hydrogen noch. Was willst du machen? Ich bin am Überlegen, für den zweiten Reaktor Light Fuel mal zu machen. Anstatt Sulfuric Light Fuel. Geht das auch, oder was? Zumindest im Dieselgenerator. Also, das geht. Das weiß ich. Damit habe ich das halt probiert. Im Dieselgenerator ist Sulfuric Light Fuel 160 EU. Warte mal, wie viel sind 4 Millibucket? Und Light Fuel sind ca. 1100 grob geschätzt. Also Faktor 1000 mehr. Problem ja. Ist, wir brauchen dafür Hydrogen. Ja, Problem erkannt. Aber haben wir nicht Hydrogen irgendwo als Nebenprodukt rausbekommen die ganze Zeit? Ja, bei Magnetite theoretisch. Ja, unsere Maschinen sind aus. Theoretisch bei Magnetite, ja. Ja, 2 Hydrogen haben wir nur. Also wir könnten 12.000 herstellen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Also wir verbrauchen halt nur 4.800 EU. Und würden halt 1 zu 1 Light Fuel herstellen. Aus Sulfuric, oder? Ja. Also wir müssen 12.000 Sulfuric und 2.000 Hydrogen reinschmeißen. Und kriegen was raus? 12.000 Light Fuel. Was halt ein Faktor 1.000 besser ist. Ja, WB. Weg. Also automatisiert kriegen wir es nicht hin. Garantiert nicht. Aber... Was kriegen wir denn da raus im Endeffekt? Faktor 1000 besseres... das ist ein Treibstoff. Ja, aber... Der produzieren ja nicht mehr, oder was?
Nö, die gleiche Menge, nur halt 1000-mal besser. Nee, 10-mal besser, Entschuldigung. Ach, die produzieren dann auch mehr Steam oder was? Vermute ich. Das glaube ich aber nicht. Also warum sollte es im Dieselgenerator besser sein, aber nicht da dran? Also mehr Dampf nicht, aber effizienter Dampf. Hä? Super. So, nochmal. Also, ich verstehe dich, aber... Mit 4 Millibucket Sulfuric Light Fuel können wir 25 Sekunden den Dieselgenerator betreiben. Mit der gleichen Menge Light Fuel können wir in etwa 2 Sekunden den betreiben. Wie viele Sekunden war jetzt normal? Eine Viertelsekunde. So. Also Faktor 8 besser. Ja, ja. Und ich gehe davon aus, dass das dann auch in dem Boiler besser ist. Ich weiß es halt nicht. Welches Minecraft-Projekt läuft sehr gut auf deinem YouTube? Was? Das Beste, was läuft, ist Kompakt. Also mit Abstand ist Kompakt das Beste, was bei YouTube läuft. Boiler heißt das Ding, ja. Im Bronze-Boiler steht es leider nicht drinne. Okay, also Sulfuric Heavy Fuel und auch Heavy Fuel hatten Faktor 1 zu 3. Aua. Ja gut, das sieht man im Diesel leider nicht. Aber was langzeitmäßig das Beste war, was angekommen ist, ist Evolved. Das ist langzeitmäßig ungeschlagen bis jetzt. Ah gut, weil da viele nach Tutorials suchen und sowas. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass Kompakt, ich sag jetzt mal leicht überholt. Nennen wir es mal so. So. Ich glaube, ich habe dich bei Infinity auch gefunden, oder? Ne, es war noch früher, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht. Antimatter war das, glaube ich. Nein, viel früher, das folgt. Echt? Ja. Okay. Antimatter ist ja erst ein paar Monate her. Ein paar Monate? Da, wo du dazugekommen bist, ist fast ein Jahr her. Ich meine, ja, dazugekommen. Also, aber ich habe ja davor schon deine Videos. Ja, stimmt. Ja. Ja, ich weiß jetzt halt nicht, wie ich das jetzt. Also. Nee, komm, wir schmeißen es erstmal so wieder rein. Okay. Was denn? Ja, die Todesmeldung. Oh, was haben wir da? Dass er versucht hat, abzuhauen. Also, du bist im Kaktus reingelaufen, weil du versuchst, dann bei einer Spinne zu helfen. Okay. Gute Verstehe Todesmeldung. Ich kann es nachvollziehen. Guck mal, ich habe jetzt hier auch alles schön gemacht. Das sieht so gut aus. Sieht so gut aus. Gut. Ja. Also, es läuft alles wieder voll. Wir müssen halt nur unbedingt dafür sorgen, dass das Sieb nicht wieder voll läuft. Weil sobald das Sieb voll läuft, ist aus bei uns. Ah, ich weiß. So. Och, aua. Ja, machst du hier dann auch noch eine Treppe hin? Ja. Eine Leiter, Entschuldigung. Oder, also willst du jetzt wirklich überall Leitern oder überall Treppen? Also Mischmasch ist doof. Leitern. Okay. Treppen finde ich kacke. Also ich finde halt kacke, nervig. Ja. So. Wo soll die denn hin? Da, wo jetzt quasi auch ein Loch ist, da irgendwie in der Nähe. Direkt in der Mitte so? Nee, in der Mitte ist doof immer, oder? Also vor allem, weil da ja auch die Pipes langlaufen. Ja. Was hältst du von hier? Wo auch mal du gerade bist? Ach, da. Ich hätte vielleicht nicht hier so eine Ecke oder so. Ja, da können wir auch meinetwegen. Ja, aber dann mach hier bitte auch noch eine. Obwohl, nee. Hier habe ich den Boden nicht synchron gebaut. Noch nicht. Also, ja. Das baust du aber bitte noch synchron. Hä, warum habe ich das denn? Hä? Ich hatte das erst so. Weil ich hier das... Ja, ich habe mich hier verzogen. Hier hatte ich nämlich erst bis hier. Habe ich gedacht, hä, das ist doch falsch, aber war doch richtig.
Ja, da auch, stimmt. Ja, ich hab das nämlich einmal komplett versorgen. Jo. Ich hab mich irgendwie schon gewundert, warum das so schmal aussieht. Hab ich mir auch. Aber ich hab's so gelassen. Oh, das Concrete ist gleich wieder alles schon wieder, ey. Ja, aber dann kannst du hier in der Ecke schön einen reinmachen und auf der anderen Seite einfach hoch. Ich sag mal, zu viele Treppen nach unten können wir nicht haben. Nee, mach mir die Löcher dahin und dann... Hab ich. Gut. So, läuft der mittlerweile wieder. Ja, endlich. Kann er mir weitere Sticks davon machen. Ach du Schande, ey. Jetzt haben wir hier... Was denn? Nee, das ist die Kacke aus, wenn ich jetzt mit Greycon fliegen muss, dann mach ich, ja. Was? Hier würde... Komm mal her. Gerade nicht, ich will nicht. Ich habe Angst vor dir. Nein, das hat es aber. So, ja, warte kurz. Also ich muss jetzt halt ordentlich was immer wieder nachlegen, weil ich warte jetzt halt auf die Maschine. Hä, warum? Weil sonst grau auf schwarz nur Stunden. Und dann krieg ich auch einen Krebs. Hä, wieso trifft denn grau auf schwarz? Wenn du hier hinten ein Loch hast. Bist denn du überhaupt? Ach da. Dann musst du das hier hochziehen. Du kannst da aber auch einfach schwarz nehmen. Ja, aber da haben wir da hinten kein, da haben wir da kein Schwarz genommen. Und da hinten schwarz will ich nicht, weil sonst schwarz auf grau trifft. Ja, aber hier haben wir ja einen ganz anderen Eingang. Dann nehmen wir eine dritte Farbe, meinetwegen. Das ist verrückt. Dann musst du aber hier drüben auch noch einmal austauschen. Ah. Wohin? Hinten bei der Dieselproduktion. Oder Fuel-Produktion. Da ist auch eine drin. Ja. Also da ist eine Leiter, aber da ist halt noch grau, deswegen. Ach so. Und die Serie ist mir gar nicht aufgefallen, hättest du nichts gesagt. Hättest du nichts gesagt, hättest du mich irgendwann angemeckert, weil ich nichts gesagt hätte. Ja, die hast du ja auch dahin gebaut. Ja, hab ich auch. Schmacksloser Typ. Ja, und nun? Nee, ganz gut. Ich hab doch keine Probleme mit. Ah, ich find's halt war nicht so. Ich weiß, dass ich eine Geschmacksverirrung bin. Oh, die Öfen sind alle voll. Die Kisten auch. Ja. Ah, das war vielleicht keine gute Idee, das alles so durchlaufen zu lassen. Gut, aber wir brauchen, also alles, was hier drin ist, brauchen wir ja eigentlich in Mengen. Ja. Das ist das Problem. Außer vielleicht das ganze Kupfer. Davon mal abgesehen, weil das ist mittlerweile so viel. Ja. So.